Kleiners schräge Lebenshilfe. Heute eine kurze Sommertraum-Podcast-Folge mit einer traumhaften Einladung. Nun, der Sommer lädt ein zum Träumen. In der Sonne, am Strand, am Meer, auf dem See, in den Bergen, auf einer Almwiese, auf der Liege, im Garten, auf dem Balkon, wo auch immer. In dieser Zeit öffnet sich gerne einmal die Welt hinter der Welt, die Traumwelt. Es ist allerdings gar nicht so einfach, da hineinzukommen. Das Wort Traum deutet das schon an. Vorne ein großes T wie Turm oder Tor. Der Eingang zum Traum wird also bewacht, sehr gut bewacht. Eingang ins Traumland finden nur die, die auf Logik verzichten, auf Resultate, auf Effizienzen und Effektivität. Eingang in dieses Land findet, wer sich jeglicher Form von Gewalt- und Machtfantasien entledigt. All dies sollte vor dem Tor des Traums abgelegt werden, bevor Mensch um Einlass bittet. Dann sollte nichts mehr entgegenstehen, um einzutreten. Viele Menschen arbeiten sich ein Leben lang ab, Widerstand zu leisten gegen die Umstände, die ihrem Glück entgegenstehen. Sich dagegen zu stemmen, dem, was bedrängend und engend auf das Leben einwirkt. Im wahrsten Sinne dem Leben entgegensteht. Das können Dinge, Menschen, Restriktionen sein. Und das ist sehr anstrengend. Doch hinter dem T, dem Tor und dem Turm des Traums öffnet sich ein Raum. Mit T davor ist es ein Traum. Nachdem ich nun schon seit Wochen ein Zwischenraumbewohner geworden bin, hat sich mir etwas eröffnet im Traumland, das ich schon kannte, nämlich die Lust und die Freude, Sprache zu verdichten. So habe ich das hier jetzt auch mal gemacht. Das Gedicht heißt Gegenstand. Dem Gegenstand, der mir entgegenstand, dem leistete ich Widerstand mit ziemlich hohem Kraftaufwand, was wiederum der Gegenstand, der direkt noch daneben stand, dämlich und auch sinnlos fand. Und nun zur Pointe des Gedichts. Zwischen den beiden Gegenständen, da war nichts. Kein Gegenstand, der hier entgegenstand. Es galt nur noch, den Blick zu weiten, zu entdecken neue Möglichkeiten in das Nichts hineinzuschreiten, wo sich ganz überraschend Neues fand, gänzlich ohne Kraftaufwand. Im Traumland, in dem alles möglich ist, dort wohnen meine Möglichkeiten, meine Potenziale, die darauf warten, manifest zu werden, lebendig zu werden, wirklich zu werden. Das Traumland wartet darauf, dass ich es betrete, damit wirklich werde, was möglich ist. Dort kann ich Töne hören, Klänge, die dort resonieren, im Bauch, im Herz, in der Zehenspitze. Vielleicht komponiert sich eine Melodie in meiner Seele, ein Lied zum Summen, zum Singen, in immer neuen Variationen. Vielleicht auch eine Melodie, die zum Tanz aufspielt oder einfach zu Bewegung einlädt, zum Dehnen und Strecken, zum Laufen und Klettern, zum Springen und zum Spüren des Herzschlages, zum Spüren des Atems, zum Spüren der eigenen Lebendigkeit. Dort zeigen sich Farben, bunt wie das Leben, Formen in großer Vielfalt, wo Bilder entstehen und vergehen, farbig, abstrakt, konkret, fließend als Aquarelle, gehaucht wie von Tusche, tiefgründig wie von Ölfarben. Eine Expedition ist es ins Unbekannte, Unerkannte, Unerhörte. Und es tauchen Landschaften auf, lieblich, schroff, weit, eng, hoch, tief, Täler, Berge, Meere, Seen, Wälder. Der Duft der Wälder steigt in die Nase, das Salzige des Meeres, der Geruch der Blumen, der Geruch des frisch gemähten Grases, der Geruch des Heus. Über den Strand laufen, barfuß den Sand spüren, seine Wärme, das spritzende Wasser, zärtliche Berührungen der Sonne auf dem Gesicht,
zärtliche Berührungen vom Wind auf der Haut, von Menschen und Tieren, die mit uns liebevoll verbunden sind, die uns rühren und berühren, auch wenn sie nicht da sind. Da sind wir im Traum, im Raum unserer Möglichkeiten, in dem sich etwas zeigen will, dem Träumenden, dem, der warten kann, der wachsam ist und achtsam. So habe ich mich auch ins Traumland bewegt und es kam folgendes Sommergedicht dabei heraus. Auf der Gartenliege, unter einem Fliederbusch liegend. Wenn ich durch die Zweige schaue, zwischendurch ins Himmelblaue, und mein Blick sich dort verliert, mich in Tiefe und ins Weite führt, atmet es ganz tief mich ein, will in mir der Himmel sein. Das war Lenas schräge Lebenshilfe, ein Podcast der katholischen Hochschulgemeinde der Technischen Hochschule Rosenheim. Getextet und gesprochen von Hochschulseelsorger Karl-Heinz Lehner. Produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Wir machen auch Ihren Podcast.